Tischtennis-Tours im Rahmen des Betted Home Cups hier in Kitzbühel und bei mir begrüße ich jetzt den Turnierleiter des Betted Home Cups, Alexander Antonic. Herr Antonic, wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem Turnier, wenn Sie ein Resümee ziehen? Sehr. Also klar sagt man jetzt, okay, was wäre das Tüpfelchen auf dem I gewesen, wenn der Dominik Thiem da jetzt noch das Finale gewinnt, aber also das wäre unverschämt, wenn wir jetzt unzufrieden sind. Ja, der auch in der ersten Runde weg sein können gegen Joao Sosa, hat sich da durchgefeitert, hat von Tag zu Tag besser gespielt und letztendlich gestern zwei wirklich tolle Matches gehabt, die ihm auch kräftemäßig, aber vor allem auch emotional einiges gekostet haben und da ist ihn heute dann ein bisschen was auf der Ausgang. Auf der anderen Seite Goffin, unmenschliche Serie, 20. Sieg, ich glaube es hat definitiv, es gibt keinen Spieler, der die letzten Wochen mehr Punkte gemacht hat auf der ganzen Tour. Steht unter den Top 50 und hat am Ende dann auch verdient gewonnen. Und wie ist damals die Zusammenarbeit mit dem Klaus zustande gekommen? Na, ich weiß über Babelot, was der Klaus macht, dass das ein super geiler Geschichte ist. Ja. Und wir haben auch gesagt, wir wollen ein Tennisturnier für Tennisfans machen. Und ich klein war er hier und da ist 14 Tage permanent irgendwas gewesen in Kitzbühel. Es hat den Bambini Cup gegeben, es hat Hobbyturniere, A, B-Turniere gegeben, Seniorenturniere, Damenturniere. Und wir haben gesagt, das müssen wir wieder ein bisschen beleben. Wir unterstützen auch die Veranstalter, die hier was machen wollen. Wichtig ist, dass Tennisverrückte, positiv Verrückte wieder daherkommen. Und der Klaus ist einer davon und wahrscheinlich alle Teilnehmer oder die meisten Teilnehmer der Hobby-Tennis-Tour genauso. Welchen Stellenwert hat die Hobby-Tennis-Tour, glauben Sie, für das österreichische Tennis als Gesamtes oder so Turnierserien wie die Hobby-Tennis-Tour? Alles ist wichtig, alles ist wichtig. Also es ist wichtig, dass auch egal, ob es diese generale ITN Cup ist, der natürlich mal ganz was anderes ist, wo Herren, Damen, Kinder, also anhand dieses Rating-Systems, kein Ranking, Rating-Systems zusammenspielen, Hobby-Tennis-Tour. Es muss immer mehr organisiert werden, weil die Leute einfach das fast erwarten. Die wollen sich nur anmelden und wollen dann ein paar Tage Tennis spielen. Ja. Und deswegen sind diese Sachen enorm wichtig. Ich hoffe auch, dass der Klaus das österreichweit umsetzt wird. Jetzt auch mit dem Tennisboom, den der Dominik Thiem ausgelöst hat, glauben Sie, dass es in Zukunft noch mehr so Turnierserien geben wird oder geben kann? Also ehrlich gesagt, ich freue mich über alles, aber ich würde mir zuerst einmal wirklich gute wünschen, die österreichweit funktionieren, bevor jeder sagt, ich mache auch sowas und dann ist es nur eine halbe Geschichte. Auf der anderen Seite, ich bin mit dem Wort Boom immer sehr, sehr vorsichtig. Ja. Wir haben eine super gute Stimmung, wir haben gesehen, dass der Junge die Leute interessiert, wie schon lange nicht mehr, dass der Leute mitreisen kann, weil er nicht nur gewinnt, sondern er spielt ein attraktives Tennis. Mhm. Und der ist noch lange nicht am Ende und da sind wir in einer Aufwärtsbewegung. Von einem Boom halte ich nicht viel, aber das geht in die richtige Richtung und wenn der fit bleibt, haben wir noch etliche wirklich gute Jahre vor uns. Ja, das haben wir hoffentlich noch lange vor uns. Gut, dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und gratuliere zu diesem hervorragenden Turnier. Danke. Dankeschön. Ciao.